Die Sackener Bevölkerung besteht zu über 60% aus jungen Leuten und neu Zugezogenen. Doch hauptsächlich ältere Menschen schätzen den Laden ums Eck. Und die werden immer weniger und damit auch potenzielle Kundschaft für die kleinen Geschäfte. Seit 28 Jahren ist die Parfümerie- und Haushaltswarenhandlung Rosita fixer Bestandteil der Sackener Kaufmannschaft. Der Besitzer Gerhard Meyer hat in den letzten Jahren einen starken Rückgang an Kundschaft verzeichnet. Gerade die Stammkundschaft bleibt aus. Neue Kunden kommen so gut wie keine nach. Deswegen geht nun auch er in den Ruhestand. Das ist im Sacken also, würde ich sagen, ein Generationenwechsel. Da sind halt sehr viel früher ältere Leute gewesen, ne? Und die manche sterben oder gehen ins Altersheim. Und die neuen jungen Menschen, was da in Sacken dann einziehen in diesen Wohnungen, die fahren halt am Mai in die Einkaufszentren und besorgen sich da ihre Ware. Und hingegen die älteren Leute sind halt immer gern zum kleinen Kaufmann gegangen und da war ein bisschen eine persönliche Beratung und ein bisschen so, hat man ein bisschen sprechen können mit ihnen und das hat ihnen halt gefallen. Und das ist halt ein bisschen eine persönlichere Sache gewesen. Ne? Der engagierte Sackener Andreas Hohenauer sieht die momentane Entwicklung nicht dramatisch. Folgt sie doch gängigen Trends. Es bedeutet vielleicht für die Altbewohner des Sackenseins einen Verlust, einen persönlichen Verlust, weil sie die Geschäfte, die Inhaber der Geschäfte, die zugesperrt haben, gekannt haben. Aber ich glaube, dass damit für den Konsumenten, für den Bewohner des Sackens eine schlechtere Angebotssache vorhanden ist, glaube ich nicht. Also ich glaube, die Nahversorgung ist schon gesichert. Die meisten Sackener kaufen bei großen Händlern ein. Der Ladenbesitzer Meier sieht keine Möglichkeit, den kleinen Sackener Betrieb rentabel weiterzuführen. Ja, also von meiner Warte ist das sehr schwierig gewesen. Man hat alles probiert, aber es ist fast aussichtslos, würde ich sagen.